Guten Morgen alle zusammen. Ich drehe zur Abwechslung mal wirklich morgens und nicht mitten in der Nacht wie sonst immer. Wir haben aktuell 9.34 Uhr und um 10.37 Uhr fährt mein Bus, also habe ich noch ein bisschen Zeit diesmal. Juhu, ich habe es mal geschafft. Ja, wie ihr in der Überschrift vielleicht lesen könnt und wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, kam in letzter Zeit, und ich damit meine ich so 4-5 Wochen, absolut kein Video. Ja, wohl bemerkt war das Video, das kam, die Rezension zu Soulseeker jetzt auch schon älter. Ich habe nämlich 2 Rezensionen hintereinander gedreht gehabt und das war die 2. davon. Ich nehme an, ihr kennt mein Medusa auch noch nicht. Das ist inzwischen schon längst verheilt und gewechselt. Ja, dementsprechend könnt ihr euch ungefähr denken, wie lange ich jetzt nicht vor der Kamera saß. Wobei, ich sagen muss, ich saß eigentlich schon vor der Kamera und habe Videos gedreht. Nur habe ich momentan ein Problem. Und zwar, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, im September war, dass ich eine Zusage bekommen habe und dass ich jetzt einen neuen Job habe. Heißt Vollzeit. So, soweit ganz gut, ne? Aber für YouTube ist das irgendwie nicht so dolle. Denn jetzt sieht es halt so aus, dass ich morgens kaum aus dem Bett komme, weil ich halt so kaputt bin. Wenn ich aus dem Bett gekommen bin, komme ich langsam so in die Puschen, trinke ein bisschen was, esse was, gehe duschen, fällt mir auf, oh scheiße, du musst dich beeilen, der Bus kommt gleich. Und dann fahre ich halt zur Arbeit, schaff da, bin da ungefähr 10 Stunden dort, fahre wieder heim und dadurch, dass ich den ganzen Tag nur gelaufen, gerannt bin, Zeug getragen habe, bin ich voll am Sack. Und, also, um es nett auszudrücken, dann esse ich was und dann haben wir so schon fast 23 Uhr, wo ich ins Bett sollte. Vielleicht schaue ich noch ein paar Videos an auf YouTube, weil ich bin jetzt irgendwie wieder mehr Zuschauer geworden. Und dann kann ich einfach nicht mehr. Ich habe da keine Lust noch, mich vor die Kamera zu setzen. Ich bin so müde, Augenringe wie sonst noch was, keine Stimme mehr, weil ich den ganzen Tag geredet habe. Ich sag nur Einzelhandel. Ja, doof, ne? Ich habe zwar einen Tag unter der Woche frei, aber da muss ich dann natürlich alles erledigen, was ich sonst nicht machen kann, weil ich habe ja samstags nicht frei. Heißt, ich renne dann erstmal einkaufen, ich renne jetzt Geschenke kaufen, ich renne Drucker kaufen, ich renne zur Post, ich renne zum Piercer, ich renne zu keine Ahnung was alles. Und den restlichen Tag verbringe ich dann entweder mit YouTube-Videos oder mit Lesen, wobei das jetzt auch sehr zu kurz gekommen ist. Und ja. Wenn ich in YouTube schaue, dann denke ich mir auch jedes Mal, langweilig, doof. Denn irgendwie ist es zurzeit so, dass ich einfach keine Lust mehr auf den ganzen Beauty-Kram habe. Also nicht, dass ich jetzt aufhören würde, aber jeden Monat sich irgendwelche Favoriten überlegen, obwohl man sich gar nicht so arg geschminkt hat, ist irgendwie dämlich. Deswegen kam auch kein Favoritenvideo, weil so wirklich Favoriten habe ich nicht, weil ich gerade alles aufbrauche und einfach mal benutze. Es wird bestimmt mal wieder eins kommen, nur ich weiß nicht. Es schaut auch irgendwie kaum jemand, so im Vergleich zu zum Beispiel einem Haul oder einem Aufgebraucht. Deswegen, wenn es mir selber keinen Spaß macht und ihr es nicht schaut, wie soll ich es dann drehen? So, also wenn ihr gerne Monatsfavoriten seht, schreibt es mal unten rein. Das würde mich mal interessieren, wer das überhaupt guckt. So, und dann zum Thema Hauls. Ich habe ja gesagt, ich habe so viele Hauls angesammelt. Und es liegen immer noch so viele rum. Ich habe jetzt schon sehr viele abgedreht. Und das ist das nächste Problem. Fashion Hauls und Kosmetik Hauls. Also bei Kosmetik Hauls habe ich ja meine Sucht, dass ich vorher alles fotografieren muss, bevor ich es benutze. Ich habe aber keine Zeit zum Fotografieren. Und bei Fashion Hauls ist das Problem, ihr möchtet sie angezogen sehen. Aber es ist fürchterlich. Wenn man dann halt den ganzen Haul abgedreht hat und einem sowieso schon warm ist, dann muss man natürlich sich erstmal einen Hintergrund suchen. Da ein bisschen noch aufräumen, bis man den Hintergrund frei hat. Da hat man einen riesigen Klamottenberg mit 30, 40 Sachen. Man ist eh schon kaputt vom Reden. Hat dann halt die Softbox auf sich gerichtet und sonst wie viel Licht an, weil es einfach mega heiß wird dann. Und dann darf man diese 30, 40 Sachen alle an- und ausziehen. Ihr kennt es vielleicht von der Umkleidekabine. Da sind schon 3 Sachen zu viel, weil einem so warm wird. Und bei 30 Sachen ist das echt... So, wenn man das geschafft hat, hat man einen Film, der ungefähr 1 Stunde lang ist vom Umziehen oder 1,5 Stunden, den man alle in ein paar Sekunden Schnipseln trennen darf, die man dann irgendwo in seinen vorhandenen Haul dann einfügen muss. Und das noch alles zusammenschneiden und überhaupt, das dauert bei einem Haul von 15 Minuten insgesamt bestimmt 7 Stunden. Und das ist einfach
nervtötend. Ja, ganz ehrlich. Deswegen, jedes Mal, wenn ich irgendeine Haul mache, wo ich das zeigen möchte, was ich da anziehe, dauert es Monate. Einfach, weil ich keine Lust habe, es zu arbeiten, zu bearbeiten. Und genau dann entstehen die Pausen. Deswegen, ich weiß nicht genau, ob ich das alles jetzt wirklich mache. Weil ich denke mir dann auch, es ist vielleicht besser für euch, wenn ihr Videos habt. Und dann mache ich mir weniger Stress. Dafür habt ihr vielleicht keine Anziehbilder im Video. Aber das ist eh nicht so wild, weil die Sachen schon uralt sind und ihr die wahrscheinlich eh nicht mehr bekommt. Oder zumindest die Chance etwas geringer ausfällt. Ja, könnte man so sagen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, genau, zum Thema Beauty. Wenn ich in meine Abo-Box gucke und ich sehe Morgenroutine an Halloween, Abendroutine an Halloween, Morgenroutine erster Advent, Abendroutine erster Advent, Morgenroutine im Winter, Abendroutine im Winter, Hautpflege im Winter, Hautpflege im Winter und was weiß ich für Routinen noch millionenfach, ich kotze gleich. Und ansonsten, oh, erste Adventverlosung, oh, ich mache einen Adventskalender, ich auch und ich auch und ich auch und von mir kommt jeden Tag irgendein dämliches Video, was keinen interessiert. Ich habe keine Lust mehr. Das ist so fürchterlich. Und nein, von mir kommt keine Morgenroutine, weil ich finde es zum Kotzen. Vielleicht kommt mal ein Hautpflegeroutine-Video, was ich gerade so an Hautpflege und Haarpflege oder so benutze. Aber nicht in, oh, ich wache gerade total geschminkt auf. Und oh, ich gehe jetzt duschen. Aber ihr seht nur meine Hand, die hier ein Handtuch hält und die Produkte in die Kamera hält. Und Video, das mache ich nicht. Nein, das muss nicht sein. Wenn ihr das gucken möchtet, dürft ihr gerne bei Bibi und Co. vorbeigucken. Die machen das nämlich irgendwie jeden Tag. So. Ja, was schaue ich dann? Ich habe irgendwie in letzter Zeit, und ihr merkt, ich kann gar nicht wirklich in die Linse gucken, weil ich es nicht mehr gewöhnt bin. Ich habe in letzter Zeit sehr, 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 sehr viel Booktuber geguckt. Weil irgendwie diese, ich nenne es jetzt einfach mal oberflächlichen Beauty-Tussis. Ich zähle mich da übrigens mit dazu, auch wenn ich nicht so oberflächlich bin. Aber Schminki-Kram ist halt oberflächlich. Gehen mir halt, wie gesagt, auf den Sack. Weil es mich irgendwie nicht interessiert, weil ich das ganze Zeug schon habe. Es mich jeden Tag aufregt, wenn ich das über das ganze Zeug drüber stolper. Wenn ich diese Berge an Schminke, die ich habe, sehe und mir denke, nein, du hast genug, du brauchst das nicht mehr. Und wenn da ein Video kommt mit acht dem tollen Look, ein 10 Minuten Schminkvideo und man sieht schon auf dem Thumbnail, okay, so geht's, die Farben, auch ja, ganz schöne Kombi. Muss man sich das Video gar nicht angucken, weil man schon weiß, wie es geht. Das ist fürchterlich langweilig. So, und wenn das 10.000. Konturieren und Highlighten Video kommt, dann gähn. Ja. So, zum Thema Booktuben. Kommen wir mal so. Ich habe ja in letzter Zeit, vor allem mit Schokibooks, sehr, sehr, sehr viele Videos angeschaut. Die jetzt sich allerdings vom Kanal getrennt haben. Also die haben jetzt zwei Kanäle gemacht, weil sie auseinandergezogen sind. Verstehe ich ja, dass das dann problematisch wird. Was ich jetzt wiederum richtig bescheuert finde, ist, dass die ganzen alten Videos weg sind, weil ich habe noch nicht im Entferntesten alle durchgeguckt. Und hätte ich das gewusst, dass die weg sind, hätte ich es mir wahrscheinlich runtergeladen, damit ich es nicht angucken kann. Ich bin jetzt echt traurig, wisst ihr das? Weil, weiß nicht, morgens aufstehen und dann erstmal Reverbie hören und Schokibooks und überhaupt, das hat dazugehört. Und abends zum Tee und vom Schlafen gehen und überhaupt. Und jetzt sind alle Videos weg. Ich schaue zwar beide jetzt noch einzeln, aber es fehlt einfach. Es fehlt einfach. Ich bin traurig. Ja, das war halt so ein Schicksalsschlag. So. Also für mich jetzt. Ne? Dann, gut, die einzelnen Booktuber werde ich jetzt, glaube ich, nicht alle nennen. Das sind ein bisschen viele. Und ich weiß auch nicht alle Namen. Dann kommt das nächste. Ich habe zum Beispiel Welt der Bücher entdeckt, der Kanal. Das waren ja auch zwei. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall, sie heißt Mona. Und die beiden haben sich jetzt auch getrennt. Haben jetzt auch jeweils einen Kanal. Hm. Doof. Und dann gab es natürlich auch noch sowas wie von meinen Lieblings-YouTubern, sagen wir so. Holly Jean Harlow dreht so gut wie gar nicht mehr. Lida Monster Bunny oder Hi Lida Bear hat aufgehört, wobei ich da echt heulen könnte. Und sie hat ihren ganzen Kanal gelöscht mit allen Videos. Es ist zum Kotzen. Und da ist mir dann echt die Lust vergangen. Hannah macht kaum noch Videos. Und wer war es noch? Es war noch jemand, der aufgehört hat.
mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall neben der, die mir nicht mehr einfällt, hat dann auch noch Mia, Clara und ich aufgehört. Und was auch noch dazu kommt, Icy Blue Eyed, also Izzy, macht kaum noch Videos, weil sie jetzt halt studiert. Und die Babs macht auch kaum noch Videos. Das heißt, wenn ich in YouTube reingucke, habe ich entweder 10 Milliarden Morning Routine Dinger und kein einziges Video von denen, die ich gerne schaue. Oder zumindest nicht in dem Format, wo ich es gerne geschaut habe. Und das zieht mich alles etwas runter. So. Und klar, jetzt werdet ihr denken, ja, aber sonntags hast du ganz viel Zeit. Ja, richtig. Ich habe sonntags teilweise gedreht. Beziehungsweise samstags, bevor mein Freund kam. Weil ich habe ja auch einen neuen Freund. Das heißt, wenn ich dann mal den Sonntag frei habe, verbringe ich den natürlich mit meinem Freund. Dann bleibt nicht mehr von der ganzen Woche. Da bleibt nichts mehr übrig. Und ich mache ja auch noch Führerschein jetzt. Das heißt, wenn ich dann morgens oder abends vor oder nach der Arbeit mal Zeit habe, dann habe ich Fahrstunde. So. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video jetzt geht. Ich sehe das nicht. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen ausgekotzt. Und ich habe übrigens auch die Schnauze voll von meinem Intro. Deswegen wird das wahrscheinlich jetzt auch wegkommen. Outro bleibt, glaube ich, noch. Mal gucken. Aber irgendwie geht mir gerade ziemlich viel auf den Sack. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, also ich bin ja jetzt schon 2 Jahre auf YouTube. Ich habe übrigens auch mein Jubiläum verpennt. Irgendwann ist es mir eingefallen, so im Dezember. Also wir haben ja Dezember. Hey, warte mal, am 10.11. war doch mein Jubiläum. Oh, verdammt. Ja, 2 Jahre YouTube und es geht auf jeden Fall nicht mehr so beauty-lastig weiter. Also es geht schon beauty-lastig weiter, aber gemixt mit vielen Büchern, weil ich jetzt booktuben möchte. Weil ich möchte einfach mehr lesen. Ich habe so viele Bücher durch Booktube jetzt gekauft und Spiele auch und Filme. Und ich komme einfach nicht vorwärts. Das regt mich auf. Ich will lesen. Und das ist alles ein bisschen intelligenter als das Geschminke, finde ich. Und das interessiert mich gerade einfach mehr. Ja. Und das ist jetzt ein sehr chaotisches Video. Egal. Also, ich glaube, ich beende das an der Sache. An der Stelle meine ich nicht an der Sache. Und ich werde es wohl auch nicht unbedingt schneiden müssen jetzt, weil ich habe mich nicht viel verlabert und deswegen kommt es einfach jetzt, dann während ich in der Arbeit bin, hoch. Also ich lade es dann einfach mal auf. Und als nächstes wird, denke ich mal, der eine Haul, der Beauty Haul kommen. Und dann nach und nach die anderen Videos. Aber dann wundert euch nicht, wenn ich das Datum dazu sage, oh, wir haben schon Oktober, sage ich im Dezember, ja. Es sind ältere Videos. Aber ich wollte euch jetzt erstmal ein Update machen, bevor ihr euch dann wundert. Und ja, ich werde auch zu Medusa und zu den Haaren, die ich dann da habe, vielleicht auch noch ein Video machen. Mal gucken. Weil inzwischen sind sie wieder weiß. Ich war zwischendurch orange, rot und pink. Und rosa. Korall. Was auch immer. Und jetzt sind sie wieder weiß. Ja, also ist ziemlich viel Zeit vergangen. Jo, zum Update. Wir haben heute den 8.12. Und ich denke, es wird spätestens am 9.12. online sein. Hoffe ich doch. Deswegen schreibt mir mal bitte, ob ihr mich noch kennt. Schreibt mir, ob ihr Monatsfavoriten sehen möchtet. Schreibt mir, ob ihr gerne Booktuber guckt. Schreibt mir eure Meinung zu den ganzen Morning-Routinen, Abend-Routinen, Face-Routinen, Hair-Routinen, Kack-Routinen. Ja, auf jeden Fall. Meldet euch und habt Spaß bei den kommenden Videos, auch wenn sie älter sind. Ich denke, es geht dann 2015 ein bisschen lebhafter weiter, wenn ich mich denn dann an die Arbeitszeit gewöhnt habe. Weil langsam komme ich rein und dann wird das alles wieder. Das muss ich ja halt erst einpendeln, ne? Ja. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ja.